إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine ehrenwerten liebe Geschwister, somit sind wir heute bei Grundlage 5 angekommen, Al-Aslu al-Khamis, von diesem großartigen Buch von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Usul al-Sitta, die 6 Grundlagen. Und wir sind bei Nummer 5 angekommen und die lautet folgendes. Sagt Sheikh al-Islam Muhammad rahimahullah, Bayanullah subhanahu li awliya'illahi wa tafriquhu baynahum wa bayna mutashabbihina bihim من أعداء الله المنافقين الفجار ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. Sheikh Muhammad rahimahullah sagt in dieser fünfte Grundlage die Bekanntmachung Allahs die Bekanntmachung Allahs von seinen Awliya. Und der Unterschied zwischen ihnen, den wahren Allahs Awliya, und ihren Nachahmern, diejenigen, die sie nachahmen, nachemitieren, von den Feinden Allahs, von den Heuchlern und den Sittenlosen. Diejenigen, die sie nachahmen, sind Heuchler und Sittenlosen. Und hierfür genügt ein Vers aus Sura Al-Imran, nämlich die Aussage Allahs, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Dann fährt weiter Sheikh Muhammad rahimahullah und sagt, وَآيَةٌ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ الآية. وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Sheikh Muhammad rahimahullah sagt, und ein weiterer Vers aus Surah Al-Ma'idah, nämlich die Aussage Allahs, O ihr, die glaubt, wer sich von euch von seinem Glauben abkehrt, wer sich abwendet von Allahs Glaube, so wird Allah mit einem Volk kommen, das er liebt und das ihn liebt. Und ein weiterer Vers im Surah Yunus, wo Allah Ta'ala sagt, wahrlich, über Allahs Awliya kommt keine Angst, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und Allah fürchten. Dann sagt Sheikh Muhammad rahimahullah, ثُمَّ سَارَ الْأَمْرُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِ الْعِلْمِ وَأَنَّهُ مِنْ حُدَاتِ الْخَلْقِ وَحُفَاذِ الشَّرْعِ إِلَىٰ أَنَّ أَوْلِيَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ فَمَنْ جَاهَدَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَمَنْ تَعَهَّدَ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَلَيْسَ مِنْهُمْ يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sagt, hierauf, nachdem diese Sachen klar und deutlich sind, wer sind die wahren Awliyaullah im Koran und in der Sunna, hierauf wandelte sich diese Angelegenheit bei den meisten,
bei den meisten, die behaupten, Wissen zu haben. Und sie behaupten, Wegweiser der Menschheit zu sein. Und sie behaupten, Hüter der Religion zu sein. Kam so weit die Angelegenheit, dass für die Aulia unabdingbar ist, unvermeidlich ist, zu unterlassen die Befolgung der Gesandten und Propheten. Dass man Wali, diese Stufe, um zu erreichen, man muss die Befolgung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterlassen. Sonst wirst du gar nicht zum Wali. Und diese Menschen, die solchen Aussagen tätigen, die behaupten von sich selber, sie würden Wissensträger sein, sie würden Wegweiser sein und sie würden Hüter, yani Beschützer der Religion sein. Und wer die Propheten und Gesandten befolgt, er gehört nicht zu den Auliya. Wer die Propheten und die Gesandten befolgt, er gehöre nicht zu den Auliya. وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ فَمَنْ جَاهَدَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Und es ist unabdingbar, die Abmühungen auf dem Wege Allahs zu unterlassen. Und wer sich auf dem Wege Allahs abmüht, er gehört nicht zu ihnen. وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. Und es ist abdingbar, der Glaube zu unterlassen und die Taqwa. Ja, nicht so, sozusagen mit anderen Wörtern, die ganze Religion. Man unterlässt der Iman, man unterlässt die Taqwa. فَمَنْ تَعَحَّدَ, was sagen sie? Und wer sich verpflichtet, bil imani wa taqwa, wer sich verpflichtet der Iman und der Taqwa, فَلَيْسَ مِنْهُمْ. So gehören sie nicht zu ihnen, zu den Auliya. Ja, Rabbana, O unser Herr, sagt Sheikh Mohammed Rahman, nach diesen Wörtern von diesen Menschen, O unser Herr, نسألك العفو والعافية, wir fragen dich, wir bitten dich um Vergebung und Wohlbefinden. Du bist wahrlich der Erhörer unserer Bittgebete. Das ist die fünfte Grundlage, die Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah uns lehren will. Uns auch warnen will von jenen Menschen, die Täuscher sind. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, er verfasste ein ganzes Buch. Und er nannte dieses Buch Al-Furqan. Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan. Al-Furqan, der Trennwand, der Unterschied, die Barriere zwischen die Awliya al-Rahman, die Awliya des Allerbarmers von Allah Ta'ala und die Awliya vom Shaytan. Ein ganzes Buch, ein ganzes Werk schrieb Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, um diese Sache klar zu machen. Denn diese Sache, wie wir jetzt entnehmen, gehört zu den Grundlagen der Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Und Sheikh Abdullah Bukhari hafizahullah sagte, du findest selten ein Buch über die Aqida, über die Glaubensgrundlagen, außer diese Sache wurde erwähnt. Und wir bestätigen diese Sache. Und Allah Ta'ala macht es dies bekannt in seinem Buche und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in der authentischen Sunnah. Somit wir bestätigen dies. Und wir sind nicht wie, wir kommen später dazu, welchen Sekten übertrieben haben und welchen Sekten untertrieben haben. Und der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist die gemäßigte in dieser Hinsicht, wie auch in alle anderen Hinsichten, wo die Sekten in einer Hinsicht übertrieben haben und die anderen wiederum untertrieben. Die Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist immer die Gruppe, die gemäßigt ist. Sheikh Abdullah Bukhari sagte, dass dies eine wichtige Grundlage ist, diese fünfte Grundlage, der Unterschied zwischen Awliyaullah und die Awliya-Shaytan, die Nachahmer und die Täuscher und die Betrüger der Menschen, die sich als Awliya von Allah angeben, in Wirklichkeit sind die Feinde Allahs. In Wirklichkeit sind diese Menschen die Feinde Allahs. Die vorausgegangene Grundlage, nämlich die vierte Grundlage, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, macht es klar und deutlich, was die Position des Wissens, der Stellenwert von Wissen und
die Position der Gelehrten. Wer sind die wahren Gelehrten? Und dann ließ danach als fünfte Grundlage ließ Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah diese Grundlage folgen, damit du unterscheiden kannst, wer sind die wahren Auliya und wer sind die Täuscher, die Lügner. Denn wie Imam Abu Hanifa rahimahullah und Imam Shafi'i rahimahullah sagten, wenn nicht die Ulema, wenn nicht die Fuqaha in anderer Überlieferung, wenn sie nicht die Auliya Allah sind, dann hat Allah keine Auliya. Dann hat Allah keinen Auliya. Nicht irgendwelchen unwissenden Erneuerer, die ganz vertieft sind in Kufr und Schirk und Bid'ah. Sie sollen Auliya Allah. Und irgendwelchen Magier in unseren Ländern sind irgendwelche Magier, Wahrsager. Sie verkaufen sich als Auliya Allah. In Wirklichkeit sind die Feinde Allahs. Somit kam Sheikh Mohammed rahimahullah mit dieser Grundlage, damit du gewappnet bist mit Wissen, um zu unterscheiden, morgen, wenn ein Täuscher, ein Scharlatan, ein Mutoman kommt und zu dir Sachen erzählt, dann kannst du sehen, anhand seiner Taten, ob er von den Auliya Allah ist oder Auliya Shaitan. Aber diese Menschen, wenn sie von vornherein sagen würden, wir machen diesen Sachen, diesen schiatinischen Betrüger mit Hilfe vom Shaitan, niemand würde von ihnen diese Sachen abkaufen. Aber sie verdecken diese gerne unter dem Mantel der Religion und sagen, dies tue ich im Namen der Religion und so weiter. Wieso? Dann kommen die Menschen zu ihnen und dann geraten sie in ihre Netze, dann geraten sie in ihre Täuschungen. Und dann Allahu A'lam, wann sie rauskommen von diesen Sachen. Somit, nachdem Sheikh Mohammed Rahimullah in der vorherigen Grundlage uns klar machte, wer sind die Gelehrten und was ist Wissen und was ist die Position des Wissens, ließ folgen, wer sind die Auliya Allah und wer sind die Auliya Shaitan. Denn, Sheikh Abdullah Bukhari sagte, wenn du sie kennst, die Auliya Allah, so bist du verpflichtet, dann sie zu lieben. Was sagt Abu Hanifa? Wenn nicht die Ulema sind Auliya Allah, wer soll es bleiben? Irgendwelchen Straßenläufer? Irgendwelchen durchgeknallten Menschen? Somit bist du verpflichtet, sie zu lieben. Und die Auliya Shaitan bist du verpflichtet, sie was? Zu hassen. Zu hassen. Und dies ist, und Sheikh Abdul Bukhari Hafidahullah sagt, und es ist bekannt, dass der Grund, in viele Erdteile, das heißt in viele Länder der Welt und in den muslimischen Ländern, Sheikh Abdullah Bukhari spricht hier über muslimische Länder, er spricht nicht hier über irgendwelche anderen Länder, nein, arabische muslimische Länder, in dessen Länder sich diese Sachen verbreiten und sie erklären irgendwelche Menschen zu Auliya Allah. All dies aufgrund der Unwissenheit. Was wir lernten, der vorherige Grundlage, in der letzten Grundlage. All dies aufgrund der Unwissenheit. Weil dann kommen diese Scharlatane, diese Täuscher und betrügen die Menschen. Und die Menschen denken dabei, die sind Auliya, Auliya Allah. Wie Sheikh Saleh al-Fawzan, Hafizahullah, sagt, dass diese Sache, لِأَنَّ أَهْلُ الْبَاطِلِ صَارُ يُسَمُّونَ أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ أَوْلِيَا اللَّهِ. Weil die Leute der Falschheit, sie haben angefangen, die Auliya Shaitan als Auliya Allah zu bezeichnen. Hatta inna hadha al-amru iltabasa 'ala an-nas. So weit ging diese Sache, so weit steigerte sich diese Sache, dass die Menschen diese Sachen verwechselten, dass die Menschen in diese Sache durcheinander waren. Wieso? Weil die Ahlul Batil, man sieht im YouTube, man sieht im Fernsehen, man hört es im Radio, Wali Fulan, Waliya Fulana und so weiter. Und dann denkt man, das sind wirklich Auliya Allah. Und in Wirklichkeit, das sind Feinde Allahs. Das sind sittenlosen Munafiqun, wie Sheikh Muhammad rahimahullah sagte. Auliya, das Wort Auliya, ist Mehrzahl im Arabischen. Einzel ist Wali. Eine Person, sagt man Wali. Mehrere Auliya. Das Wort Wali, sie tut hindeuten auf Nähe, Annäherung, Liebe,
Zuneigung, Verhelfung, Unterstützung. Weil, wie Ibn Faris, Sheikh Abdullah Bukhari sagte, Waw, Walam, Waya, diese drei Buchstaben betrachten nur sprachlich, sie deuten hin auf Nusra, Wal Mahabba, Wal Qurb. Schon sprachlich gesehen, dieses Wort zeigt, dass dies deutet dann auf Liebe, auf Zuneigung, auf Unterstützung und auf Nähe, Annäherung. Wali. Und dies, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah sagte, Al-Walaya didduhu al-Adawa. Al-Walaya, sagten wir, was das bedeutet. Dessen Gegenteil ist Feindschaft, Feindseligkeit. Feindschaft und Feindseligkeit. Es wurde gesagt, dass Al-Wali summiya waliyun limuwalatihi ala ta'at. Der Wali wurde als Wali bezeichnet aufgrund seiner Beharrung in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aufgrund der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala wurde er als Wali bezeichnet. Und die zwei allerwichtigsten Eigenschaften der Awliyaullah, die zwei allerwichtigsten sind At-Taqwa wal-Iman. At-Taqwa wal-Iman. Die zwei allerwichtigsten, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yani diejenigen, die glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und Allah fürchten. Das sind die Awliyaullah. Diese zwei Eigenschaften, die sie verwirklichen. Al-Iman wa Taqwa. Wat-Taqwa. Und Ibn Rajab rahimahullah sagte, dass die Awliyaullah an der ersten Linie, sie nähern sich zu Allah mit den Pflichten. An der ersten Linie, sie führen die Pflichten, die Allah ihnen auferlegt hat. Das sind die ersten Sachen, die sie sich dadurch zu Allah subhanahu wa ta'ala nähern. Dann, sie nähern sich weiterhin zu Allah subhanahu wa ta'ala mit den freiwilligen Taten. Wie dies im Hadith überliefert wurde, dass der Diener sich Allah ta'ala so lange nähert mit den Pflichten und dann weiterhin mit was? Mit den freiwilligen Taten. Es ist nicht zwingend, dass eine Person, die Wali ist, dass ihm ungewöhnliche Sachen geschehen. Es ist nicht ein Muss. Es kann sein, dass jemand Waliullah ist und ihm geschehen keine ungewöhnlichen Sachen. Das ist wichtig zu wissen. Und es, das heißt, diese Kerama, den El-Kerama, diese außergewöhnlichen Sachen, es ist nicht ein Muss. Wie Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagt, Alle Sahaba sind Awliyaullah. Den meisten Sahaba ist nicht Kerama passiert. Yani außergewöhnlichen Sachen. Wieso? Aufgrund ihren starken Iman. Weil sie brauchen nicht zusätzlichen Sachen, die sie festigen. Weil manchmal diese Kerama geschieht, um jemanden zu festigen. Wenn jemand fängt an zu wackeln, dann festigt Allah Ta'ala ihn durch diese Kerama. Und die Sahaba, ihr Iman war so stark, sie hatten nicht nötig, diesen außergewöhnlichen Sachen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, A'zamu Kerama, die gewaltigste Kerama, was man bekommen kann. A'zamu Kerama, Luzumul Istiqama. Das Festhalten an der Religion. Das ist die größte Kerama. Nicht, dass jemand in die Luft fliegt. Imam Shafi rahimahullah sagt, wenn du einen Menschen siehst, er fliegt in der Luft und er läuft übers Wasser. Dieser Mensch fliegt in der Luft und läuft übers Wasser. Schenke ihm keine Achtung, beachte ihn nicht. Bis du seine Angelegenheit mit Koran und Sunna vergleichen tust.
Und du siehst einen Mensch mit einem bloßen Auge, er fliegt in der Luft und läuft übers Wasser, wie diejenigen in Indien und irgendwo Bangladesch und wie sie heißen, laufen über heiße Steine. Und dann sehen die Menschen und sagen, schau mal, was er macht. Er läuft über heiße Kohlen. Und all dies mit magischen Sachen. Sheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, sagte, als ich in Indien gewesen bin, kam ein Mensch mit einer riesen Schlange um seinem Hals und zeigte den Menschen, als würde er diese Schlange um sich haben. Habe ich dieser Schlange Ayat vom Koran gelesen, sie wurde zum Seil. Seil, das war keine Schlange, das war ein bloßes Seil. Jedoch er täuschte die Blicke der Menschen mit magischen Täuschungen. Deswegen, A'zamul Kerama, die gewaltigste Kerama, Lusumul Istiqama, das Festhalten, diese Geradlinigkeit, wie hast du mal das erwähnt? Das ist Lusum Istiqama. Istiqama ist das komplette Festhaltung an der Religion Allahs. Komplette Festhaltung. Komplette Standhaftigkeit auf Allahs Religion. Das ist die gewaltigste Kerama. So lasse dich nicht täuschen von irgendwelchen Täuschern, die kommen und dann erzählen von Sachen und von Täuschungen, um die Menschen reinzulegen. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, in Fathul Bari, sagt auch, wer sind die Awliyaullah? Er sagt, El-Muradu bi-Waliullah, der Absicht mit Waliullah, wer ist Waliullah? El-Alimu billah, wal-Muwadhibu ala ta'atihi, wal-Mukhlisu fi ibadatihi. Der Waliullah, wer ist Ibn Hajar, rahimahullah, sagt, der Kenner über Allah Ta'ala, derjenige, der Allah kennt, Al-Alim, über Allah Subhanahu wa Ta'ala, über Allahs Namen und Allahs Eigenschaften, über Allahs Rububiyya, über Allahs Uluhiyya. Das ist Waliullah. Und was? Al-Muwadhib ala Ta'ati. Der fleißig ist in der Ausführung der gottesdienstlichen Handlungen. Er ist fleißig. Wal-Mukhlis fi ibadatihi. Und er ist aufrichtig in seiner Ausführung der gottesdienstlichen Handlungen. Er macht sie einzig und alleine für das Angesicht Allahs, für die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Das ist Waliullah, sagt Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, wer sind die Awliya Allah? Er sagt, Awliya Allahi humul mu'minun al-muttaqun wa humul ladhina amanu bih fahabbu ma yuhib وأبغض ما يبغض ورضى ما يرضى وسخط ما يسخط وأمر بما أمر ونهى ما نهى. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, die Awliyaullah sind die gottesfürchtigen Gläubigen, diejenigen, die an Allah Ta'ala glauben. Sie lieben das, was Allah liebt. Sie hassen das, was Allah hasst. Sie sind mit dem zufrieden, womit Allah zufrieden ist. Sie werden zornig mit dem, womit Allah zornig wird. Sie befehlen den Menschen das, was Allah ihnen befiehlt. Und sie verbieten das, was Allah verbietet. Das sind die Eigenschaften von Awliyaullah. So, diese Wörter sind eine Messlatte. Wenn jemand kommt von den Täuschern, von den Shayatin, von Ins und Jinn und will sich verkaufen bei dir als Awliyaullah, dann messe ihn an diesen Wörtern. Stelle ihn an diese Messlatte. Und da wirst du schnell merken, dass er keine Awliyaullah ist. Er ist Feind Allahs. Und er ist ein Täuscher von den Menschen. Und dann fährt weiter Sheikh al-Islam rahimahullah und sagt, فَلَا يَكُنُوا وَلِيًّا لِلَّهِ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ الْآمَنَ بِهِ Und sagt Abdul Bukhari, ey, النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ وَاتَّبَعَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَنْ إِدَّعَ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّبِعُ أي الرسول فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَلْ من خالفه وهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. Der Wali ist, es wird nicht jemand ein Wali von Allah Ta'ala, außer dass er den Propheten, an Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt und womit der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, zahiran wa batinan, innerlich und äußerlich. Deswegen, Abdul Bukhari sagte oft das Wort Kun Salafiyan Zahiran wa Batinan. Sei Salafi. Innerlich und äußerlich. Abdul Bukhari sagte oft, es gibt Menschen,
Es gibt Menschen, die sich zeigen nach außen als Awliya Allah. Innerlich sind sie Feinde Allahs. So sollte man von dieser Sache gewarnt sein und aufpassen, dass nicht der Shaitan ihn reintäuscht. Äußerlich und innerlich. Vor den Menschen oder nicht vor den Menschen. Für dich spielt die Anwesenheit der Menschen keine Rolle in der Ausführung deiner gottesdienstlichen Handlungen. Und wer behauptet, Allah zu lieben, er sagt, ich liebe Allah, und er folgt nicht dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, keineswegs ist er ein Wali. Vielmehr ist er von den Widersachern der Propheten. Und er ist von den Feinden Allahs und von den Awliya Shaitan. Der ist von den Nahengestellten beim Satan, beim Teufel und nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Sheikhul Islam rahimahullah sagte auch über der Wali, man fi ta'rif al-Wali, in der Definition der Wali, huwa al-mu'min al-taqi al-muttabi'u lil-Qur'ani wa sunnah bi fahmi salaf salih. Wer ist Wali? Sagt Sheikhul Islam rahimahullah, wer ist Wali? Al-mu'min al-taqi, der gottesfürchtige Gläubiger, der Folger der Koran und die Sunna nach dem Verständnis der Salafu Salih. Nach dem Verständnis der Salafu Salih. Und auch Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagte, Awliyaullah hum ahlu taqwa wal iman, ahlu salahi wal istiqama ala dinillahi wa ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awliya Allah sind diejenigen, die Leute des Taqwa, des Gottesfurcht, die Leute der Glaube, die Leute der Rechtschaffenheit und die Leute der Gradlinigkeit auf der Religion Allahs und auf dem, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Das sind Awliya Allah. Das sind die wahren Awliya Allah. Und nicht wie die Sufia sagen, dass man muss die Befolgung der Propheten unterlassen, um ein Wali zu werden. Nein, keineswegs. Keineswegs. Und von den Zeichen der wahren Awliya, von den Zeichen, er gibt diesen Sachen nicht preis. Habt ihr verstanden diese Sache? Der wahre Wali, wenn jemanden, er ist gottesfürchtig und gläubig, Befolger der Sunna und Koran und Sunna, ihm geschieht eine Kerama, eine außergewöhnliche Sache. Er gibt diese Sache nicht preis. Vielmehr, er fürchtet Allah und hat Angst sogar, dass diese Sache eine Prüfung für ihn ist. Die falschen Awliya, die Awliya vom Shaitan, die Betrüger, meistens zeigen sie diese shaitanische Betrüge vor Massen, vor Ansammlungen. Wieso? Um Menschen anzuziehen. Um Menschen zu täuschen. Schaut der Unterschied. Die Awliyaullah, sie verbergen diese Sachen. Sie erzählen diese Sachen nicht. Und sie sehen diese Sachen als Prüfung sogar. Und die vom Shayatin, sie erzählen diese Sachen. Und sogar machen sie Wettbewerb untereinander, diese Awliya. Wie die Magier und so. Sie wollen sich übertreffen. Und dann wollen sie als Awliyaullah verkauft werden, um die Menschen zu täuschen. Vielmehr machen sie dies mit Täuschungen, mit magischen Täuschungen in der Unterstützung vom Shayatin. Und die meisten, wenn man in unsere Länder betrachtet und überall, diese ganzen Wahrsager und Magier, die verkaufen sich als Hojas. Sagen der Fulan Hoja, diese Burdusch und so, der Käfer. All diese Leute, er verkauft sich als Hoja. Und in Wirklichkeit, er ist Feind Allahs. Und Magier und Täuscher und Betrüger. Er kommt sogar im Fernsehen und zeigt diese Sachen und so weiter. Die wahren Awliya Allah machen dies nie. Und Ibn Taymiyyah Rahimahullah macht klar. Und Ibn Taymiyyah Rahimahullah sagt auch in der Aqidatul Wasatiyah, von der Grundlage der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist, die Bestätigung der Keramat, wenn man bestätigt diese Keramat für die Awliya Allah und was sie zustande bringen,
bringen durch die Erlaubnis Allahs. Allah erlaubt ihnen, dass durch ihre Hände diese ungewöhnlichen Sachen zustande kommen. Und sie wissen, dass dies von Allah Ta'ala ihnen ermöglicht wird. Und sie wissen es. Und sie bestätigen es dies. Sie bestätigen es dies. Somit, Shabla Bukhari Hafidahullah sagt, so muss man unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen die falschen Awliya und die wahren Awliya, damit man auf Klarheit ist. Damit man auf Klarheit ist. Denn Sheikh Muhammad Rahimahullah schrieb diese Grundlage nicht umsonst, sondern er verfasste diese Grundlage, um uns am Anfang die Wahrheit detailliert zu beschreiben und die Falschheit detailliert zu beschreiben. Die Wahrheit detailliert, wieso? Um von den Leuten der Wahrheit zu sein. Das heißt, nicht nur die Wahrheit zu kennen, man will auch zu den Leuten der Wahrheit gehören. Und die Falschheit, man lernt sie und kennt sie, um sich davor zu hüten, um sich davor zu schützen, dass man nicht reinfällt und man denkt, man ist gerettet und man ist von den Leuten der Wahrheit. Nein, lasse dich nicht täuschen, lasse dich nicht betrügen, sei auf der Wahrheit in der Kennung der Wahrheit detailliert und in der Kennung der Falschheit auch detailliert. Auch detaillierter. Denn diese Sache ist wichtig. Diese Sache ist wichtiger. Und Sheikh Saleh al-Fawzan, Hafidahullah, sagt, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist von den gewaltigsten gottesdienstlichen Handlungen. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Sprich Muhammad, wenn ihr behauptet, Allah zu lieben, dann folgt mir. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Allah wird euch lieben. Diese Aya, dieser Vers, wurde Ayatul Imtihan genannt. Die Aya der Prüfung, die Aya der Test. Wieso? Ibn al-Qayyim rahimullah sagt, als die Menschen sich vermehrten und behaupteten, Allah zu lieben, sie behaupteten, ich liebe Allah, ich liebe Allah, ich liebe Allah. Gut, Allah offenbarte dieser Vers. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Sprich Muhammad, wenn ihr wirklich Allah liebt, فَتَّبِعُونِ. So folgt mir. Und dann sagt Ibn al-Qayyim rahimullah, und dann wendeten sich vielen Menschen ab. Weil dann sah man in ihre Taten, wie sie der Rechtleitung dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Widerspruch standen. Somit ist diese Ayah auch Imtihan, Prüfung, auch für diejenigen, die heute. Die Sufia sagen, wir dienen Allah nicht aus Angst von der Hölle, vom Höllenfeuer und auch nicht in der Hoffnung nach seinem Paradies. Wir lieben ihn bloß aus Liebe. Sheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah sagt, gut, nach welchem Weg liebt ihr Allah? Nach welcher Methodologie? Ist dieser Weg, wie ihr Allah liebt, der Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder irgendeine andere Wege, die erneuert worden sind? Weil, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Folgt mir. Und du folgst nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Somit bist du dieser Prüfung, was? Durchgefallen. Haben wir diese Prüfung gestellt? Nein, Allah Ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Wem folgen? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist Prüfung. Prüfung, um sich zu bestätigen. Liebst du Allah subhanahu wa ta'ala wirklich oder tust du nur mit bloßen Wörtern behaupten, um die Menschen zu täuschen? Dann sagt Sheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah, innahu la yuhibbu Allah illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hadha huwa al-fasil bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Sheikh Saleh al-Fawzan hafidahullah sagt, man kann nicht Allah lieben außer
durch die Befolgung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist der Trennwand, das ist die Barriere, das ist der Unterschied zwischen den wahren Auliaullah und den Auliaushaitan, den Trüger, den Betrüger, den Scharlatanen. Was ist der Al-Fasil, der Unterschied, die Barriere? Die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann siehst du, wer ist ein wahrer Wali. Aber die Sufia sagen, لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الرسول. إذا خرج عن طاعة الرسول. Man erlangt, die Sufia sagen, man erlangt nicht diese Stufe, Wali zu sein, außer man unterlässt die Gehorsamkeit gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist eine unabdingbare Sache, erforderliche Sache. Willst du Wali sein bei ihnen, musst du die Befolgung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterlassen. Die Sufia sagen, ihr nehmt eure Religion von toten Menschen. Sheikh Saleh Fawzan sagt, hier, يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني الأسانيد. Die sagen die Sophia, ihr nehmt die Religion von toten Menschen. Wie? Die Überlieferungsketten, Isnad im Hadith. Die Leute sind gestorben schon vor 1200 Jahren, 1300 und so weiter, die 1400 des Sahabas. Die sind gestorben. Und wir sagen immer noch, haddathana, 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 überlieferte der, überlieferte Bukhari, überlieferte von dem, überlieferte von dem, vom Propheten Sassam. All dies sind Toten. Und Muhammad Sassam ist tot auch. Dieser Wali, wir nehmen die Religion vom lebendigen, beständigen Allah subhanahu wa ta'ala, direkt, ohne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir nehmen direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir stehen zu direkter Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut, wie die Menschen, wie weit sie sind gekommen. Und das sind Muslime. Die sagen, Abdullah sein Name ist Mohammed und Mustafa und Hussein und Hassan. Wir reden nicht hier über Abendland. Wir reden über Orient. Habt ihr begriffen oder nicht? Wir reden nicht über Abendland. Wir reden über Orient. Da, wo Muslime sind. In Sudan und Ägypten und irgendwo anders, diese Länder. Die haben solchen Glauben. Und auch in unseren Ländern sind nicht so weit von diesen Sachen. Sind nicht so weit. Weil sie lernen von den anderen. Schau mal, sie sagen, أَنَّهُمْ يَخُذُونَ عَنِ اللَّهِ مُبَاشَرَةً. Sie nehmen es von Allah Ta'ala direkt. Ohne Vermittlung. Ohne vom Toten zum Toten zum Toten. Direkt von Allah. Sie stehen in direkter Verbindung zu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So behaupten die Sufia. Und wer auf ihrem Weg ist. Und wer auf ihrem Weg ist und sich befindet. Und eben von den Eigenschaften der Auliaullah ist, dass über sie kommt keine Angst und sie werden nicht traurig. Über sie kommt keine Angst und sie werden keine traurig. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimullah. Dieser Mann, ein Genie, Bruder, ein Genie, wirklich. Dieser Mann wiederbelebte 500 Jahre, die vor ihm waren, und er wiederlebt noch heute das islamische Wissen. Ihm sind viele Keramat passiert. Ibn al-Qayyim rahimullah, sein nächster Schüler, sagte, ich habe viele Keramat gesehen bei unserem Scheich. Und das, was ich nicht gesehen habe, ich war noch größer. Das, was ich nicht gesehen habe bei ihm, was er nur kannte, war noch größer. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah sagte, ihr würdet nicht mit mir aushalten, wenn alle diese Sachen rauskommen. Als die Tatar, die Mongolen, sich auf den Weg machten nach Damaskus, um die Muslime zu töten, Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, die Muslime werden gewinnen. Die Hukam, die Führer der Muslime, sagte, sag inshallah. Er sagte nicht inshallah, sagte ihm, sag inshallah. Ulema sagen, er sagte inshallah, ta'liqan. Tachkiqan, nicht ta'liqan. Yani er sagte dies, inshallah, es wird geschehen.
und nicht einfach als dazu hinzugefügte. Und es geschah so, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte. Sie sagten ihm in Ägypten, du wirst getötet. Die Herrscher haben sich gemacht. Sie sind bereit, um dich zu retten. Er sagt, niemals werden sie mich töten. Du willst ihn gewinnen? Ja, sie werden mich einsperren. Aber töten werden sie mich nicht. Was werden Musafika sagen jetzt über diese Sache? Was werden die Musafika von Mohammed bin Had über diese Sache sagen jetzt? Hat Ibn Taymiyyah das Verborgene gekannt? Was werden sie sagen jetzt? Aber das ist, sie haben nicht die Bücher von Ibn Taymiyyah gelesen, wie Sheikh Rabi'a Hafizahullah sagte. Diese Leute sind nicht erzogen mit den Büchern von Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim rahimahullah. Und er brachte das auf den Punkt. Er brachte dies auf den Punkt. Und anderen Sachen. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sie haben keine Angst und sie werden nicht traurig. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, als uns die Brüsten eng wurden, wir waren frei. Ibn Taymiyyah war im Gefängnis eingesperrt. Wir waren frei. Wir konnten uns frei bewegen. Die Brüste waren uns eingehängt. Wir fühlten die Enge in dieser Welt und Traurigkeit. Wir gingen zu Ibn Taymiyyah im Knast. Diese Leid, diese Traurigkeit ging uns weg. Und wir fühlten uns sicher. Schaut, und dieser Mann war im Gefängnis. Und er unterstützte sie. Und er sagt ihnen Wörter, die diese Beängstigung entfernte und diese Trauer entfernte. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Shabla Bukhari sagt, dass die Menschen in Bezug auf der Awliya, sie sind drei Kategorien. Erste Kategorie, sie haben übertrieben. Sie haben übertrieben. Welche Übertreibungen haben sie gemacht? Sie sagen, wie die Sufia. Shabla Bukhari sagt, wie die Sufia. Was sagen sie über die Awliya? Der Wali zur gleichen Zeit ist in mehrere Orte. Zur gleichen Zeit, er ist mit uns hier, in Mekka am Beten, in Medina am Beten und irgendwo in Pakistan und in Afghanistan und Tadschikistan und so weiter. Gleiche Zeit. Ja? Uns mag sein, kann jemand sagen, was erzählst du da? Sowas gibt es ja nicht. Doch, aber danke Allah subhanahu wa ta'ala für die Rechtleitung. Dass Allah dich nicht mit diesen Sachen geprüft hat. Denn diese Sufia, sie haben nicht mehr ihren Verstand dabei. Wenn die Zeit des Gebetes kommt, sie machen eine Decke auf dieser Wali, eine Decke, man bedeckt ihn, und dann gehen sie zur Moschee beten. Und sie lassen ihn bedeckt. Sagen, unsere Wali ist jetzt in Mekka am Beten. Jedoch, die Zeiten in Mekka sind nicht gleich wie die Zeiten in Afrika. Wenn Asr in Mekka ist, dann ist anders Zeit dort. Aber wenn du nicht Verstand hast, wenn du deinen Verstand auf der Wartespur gelassen hast, dann kann ich dir niemand helfen. Schau, und sie glauben das. Sie kommen zurück vom Gebet und sagen, unsere Wali war jetzt in Mekka und er ist zurückgekommen jetzt. Sie glauben das. Sie haben Angst, diese Wali in die Augen zu schauen. Sie haben Angst. Wenn du ihm sagst, schwör auf diese Wali, er schwört niemals. Schwör auf Allah, er schwört 100 Mal auf Allah. Wallahi machen sie das. Du sagst ihm, schwör auf Allah, kein Problem. Er lügt, kein Problem. Schwör auf diese Wali, Fulan, Hussein, Hassan, Mustafa. Nein, hat er Angst, dass er ihm schadet. Sheikh Aman al-Jamir rahimahullah sagte, wir waren auf dem Meer, auf dem Ozean. Es kamen die Wellen, starke Wellen, Sturm. Du siehst diese Menschen, sie rufen nie, ja Allah. Sie rufen, ja Hussein, ja Hassan, ja Ali, ja Fulan, ja Wali. So sind diese Menschen. Und das sind Muslime, Sheikh Aman al-Jamir rahimahullah sagt. Muslime, mit Namen Muslime, mit Kleidung Muslime. Soweit, schau mal, diese Unwissenheit, all dies, von denen, die behaupten, Hudat al-Khalqi wa Hufad al-Shar, die behaupten, sie seien die Wegweiser der Menschheit und Hüter der Religion. Shabla Bukhari sagt über diese Menschen, ihre Aufgabe, ihr Ziel, ihre Wichtigkeit ist nichts anderes, außer die Wahrheit zu verheimlichen. Das sind keine Wegweiser der Menschen, das sind keine Hüter der Religion, das sind Täuscher und Verheimlicher der Wahrheit. Das ist ihre Beschäftigung, Tag und Nacht. Sie wollen die Menschen von der Wahrheit abhalten, mit jedem Mittel, egal was es kostet.
Und sie wollen das Gute für dich? Niemals. Sie wollen das Üble für dich. Die sagen, der Wali ist zur gleichen Zeit in mehreren Orten. Zweite Sache, was die Sufia übertrieben haben. Wenn sich der Wali was vorstellt, er vorstellt sich in seine Gedanken, es geschieht sofort. Ja. Es geschieht sofort. Du denkst, es kann nicht sein, dass dieser Mann Muslim ist. Doch. Das sind Muslime. Das sind in Moscheen, du siehst, Tausende von sie sammeln sich. Nicht wie hier, 10 Mann. Tausende. Das ist. Sie sagen, was er sich vorstellt in seinem Kopf, es geschieht sofort. Auch, sie sind fehlerfrei. Wali ist fehlerfrei. Wir sagen nicht mal über die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Die sagen das über irgendwelche Leute in Sudan und in Ägypten und in Tunesien und in Marokko und überall. Der Wali ist fehlerfrei. Er macht nie Fehler. Nie Ausrutscher, nie Misstaten. Fehlerfrei. Das glaubt, über diese Sachen, Bruder, die schreiben Bücher. Die haben Werke, Bücher geschrieben über diese Glaube, wo sie vertreten. Und nochmals, jetzt die vierte Sache, was sie in die Irre richtig gegangen sind. Wali, diese Sache ist in den Händen der großen Ulia bei ihnen. Und sie geben es, sie schenken es, wenn sie wollen. Schau mal, die ganze Betrüger. Das heißt, du musst gehorsam zu ihm sein, damit er dich zum Wali ernennt. Und sonst kommst du gar nicht so weit. Ja. Sonst kommst du gar nicht so weit. Du musst gehorsam sein gegenüber ihm. Weil er muss dir diese Wilaya verschenken. Vererben, verschenken. Vergeben. Auch, sie sagen, diese Awliya, Shaitan, sie treffen, wann sie wollen, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Sie wollen einen Termin, sofort, Termin ist dabei. Er muss sich nur vorstellen. Das ist alles, was sie glauben, das ist kein Spaß, meine Lieben. Wir erzählen hier keinen Spaß. Er trifft den Propheten, wann er will. Nur Termin muss er sich vorstellen, kommt der Termin sofort. Und diese Wilaya hat auch Siegel. Wie das Prophetentum ein Siegel hat, diese Wilaya hat auch ein Siegel. All dies, die Sufia, alles das in ihre Bücher, sie haben das übertrieben. Die zweite Sekte ist, die untertrieben haben. Und das sind die Mu'tazila. Sie lehnen dieses Kapitel vollständig ab. Die sagen, sowas wie Wali gibt es nicht. Und sowas wie Kerama gibt es nicht. Sie lehnen dieses Kapitel komplett ab. Sie haben untertrieben. Und die dritte Kategorie der Menschen sind Ahlus Sunna wal Jama'a, die Gemäßigten. Sie bestätigen diese Keramat und diese Sache gehört zu ihren Grundlagen. Sie bestätigen, sie übertreiben nicht und sie untertreiben nicht, sie sind gemäßigt und gehört zu ihren Grundlagen. Sheikh Uthaymin rahimahullah sagt, Al-Keramatu, was ist Kerama? Was ist Kerama? Al-Keramatu, hiya amrun khariqun lil'ada. Yajrihi Allahu ta'ala la yadil wali, ta'yidan lahu, au i'anatan, au tathbitan, au nasran lidinillah. مجموعة فتاوى من شيخ عثيمين رحمه الله. شيخ عثيمين رحمه الله زاك. شيخ عثيمين رحمه الله زاك. كرامة ist eine außergewöhnliche Sache. Außergewöhnliche Sache. Die Allah تعالى lässt geschehen mit diesem Wali. Durch seine Hände, durch diese Wali. Als Verhelfung für ihn, als Unterstützung für ihn oder als Festigung für ihn. Oder auch Verhelfung Allahs Religion. Dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala seiner Religion verhelfen. Und jetzt nimm diese Sache mit. Al-Kerama. La tekunu khilafan ahkamu shara. Diese Sache musst du aufschreiben gut. Al-Kerama. Damit, weil du willst unterscheiden, was ist Kerama und was ist diese schiatinische Täuschungen. Kerama, diese außergewöhnliche Sache, ist niemals, steht niemals im Widerspruch Allahs Religion.
Das heißt, wenn jemand kommt mit irgendwelchen Betrüger und Trüger und diese Sache, was er macht, du tust ihn vergleichen, wie man Schaffer Rahman sagt, er vergleiche diese Sache mit Koran und Sunna. Du tust vergleichen diese Sache mit Koran und Sunna und du siehst, dass diese Person, was er macht, steht im Widerspruch zum Koran und steht im Widerspruch zum Sunna, dann ist nicht Kerama, sondern eine Täuschung von schiatinischen Täuschungen. Und ich habe die begriffen, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Kerama niemals, niemals, weil die kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie soll denn dann, und die Religion kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wie soll das Widerspruch geben? Das heißt, die Kerama steht nie zu Widerspruch der Religion Allahs. Ist übereinstimmend, im Einklang der Religion Allahs und nicht im Widerspruch. Und nicht im Widerspruch. Und Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagt, die Awliya, sie kennen nicht das Verborgene. Die Awliya, sie kennen nicht das Verborgene. Und diese Awliya vom Shaitan, sie behaupten Sachen, du wirst das und das. Und die Leute sagen, wow, schau mal, er kennt der Zukunft, er kennt das und so. Kennt und so weiter. Und dann schreiben ihnen zu, sie kennen das Verborgene. Nein, niemals. Niemals kennen sie das Verborgene. Niemals kennen sie das Verborgene. Allah subhanahu wa ta'ala kennt dies. Und nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht Jibril alaihi salatu wasallam. Geschweige dem, irgendwelchen abgeirrten Menschen in irgendwelchen Ländern, in der Wüste oder irgendwo in einem Berg oder in einer Höhle versteckt, die behaupten sollen, sie würden Awliyaullah sein. Und dieser Ayah, nimm diese Ayah, lernen sie auswendig und als Prüfung für die Menschen. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Diejenigen, die glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und womit der Gesandte zusammen gekommen ist. Wa kanu yattaqun. Sie fürchten sich Allah. Und was für ein Gottesfurcht sein soll, wenn jemand verlässt die Gehorsamkeit gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was soll das gehen? Wie soll man das verbinden? Das ist eine Täuschung und nicht von den Awliyaullah. Auf keinen Fall. So lasst euch nicht täuschen von diesen Menschen. Lasst euch nicht täuschen. Und diejenigen, die sagen, eben diejenigen, die sagen, die sind Hüter der Religion und Wegweiser der Menschen und Wissen zu haben, sie sagen, dass der Wali ist unabdingbar für ihn, die Befolgung des Propheten Islam zu unterlassen. Sheikh Abdul Bukhari sagt, so eine Aussage tätigt nicht eine Person des Wissens. Nicht mal eine Person, der sich ein bisschen mit Wissen beschäftigt hat. Er ist nicht ein Gelehrter oder ein Sheikh oder ein Talibul Ilm. Nein, er hat sich ein bisschen mit Wissen befasst. So eine Aussage wird er nie tätigen. Dass er sagt, man, um Wali zu werden, du musst die Gehorsamkeit gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterlassen. Und Sheikhul Islam rahimahullah sagt, Sheikhul Ibn Taymiyyah, فَلَا تَبْلُغُ كَرَمَاتٌ أَحَدٍ قَطْ إِلَى مِثْلِ مُعَجِزَاتِ الْمُرْسَلِينَ. Das ist auch eine wichtige Sache. Und zwar, Sheikhul Islam rahimahullah sagt, diese Keramat von den Awliyaullah, sie erreichen nie die Stufen von den Mu'ajizat, von den Wunder, die die Propheten mit Allahs Erlaubnis vollbrachten. Nie. Erlangen sie nie diese Stufe. Deswegen, sie kommen mit Täuschungen, wenn dem ihnen gegenüber der Ayat von Surat Yunus und Surat Ali Imran und weitere Versen, wende sie gegen sie an und dann wird sich herausstellen, ob diese Person ein Waliullah ist oder ein wahrer Täuscher. Oder ein wahrer Täuscher ist und Betrüger. Denn die wahren Awliya, sie zeigen diesen Sachen nicht. Sie zeigen diesen Sachen nicht. Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt, die Sufis sagen, إِذَا خَرَجَ عَنِ الشَّرْعِ, wenn er aus der Scharia austritt, dieser Mensch, yuqal indahum, es wird bei ihnen gesagt, hadha arifun wasal ila Allah. Dieser Mann ist ein Kenner, er verlässt die ganze Scharia, komplett die Religion. Dann sagen sie bei ihm, er ist ein Kenner, er gelangte zu Allah, er erreichte Allah. Er ist die Religion komplett verlassen
Und dann erreichst du Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, dann erreichst du der Shaitan, aber nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen von den Nawaqidul Islam, von Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, ist einer von den Nawaqid, wenn jemand glaubt, dass er aus der Scharia austreten kann. Was ist das? Auslöscher. Tritt aus. Und Sheikh Abu Bukhari, hafizahullah, sagte, diese Naqid verfasste Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab gegen die Sufis. Weil sie haben diese Glaube. Schau, Sheikh Fuzan sagt, sie sagen bei ihnen, du musst die Scharia von Allah Ta'ala, die Gesetzgebung, unterlassen, austreten und dann gelangst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Leise bihajatin ila ittiba'i rasul. Er benötigt nicht, er hat keinen Bedarf, den Propheten Muhammad zu befolgen. Er hat keinen Bedarf. Er ist direkt zu Allah. Ya'khudh anillahi mubasharatan. Er nimmt es von Allah subhanahu wa ta'ala direkt. Direkt ohne Vermittlung. Schaut, diese, yani ihre Lehre, die diese Menschen vertreten. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt, dass jetzt zu unserer Zeit, die späteren gekommenen Zeiten, bei ihnen ist Wali, wenn auf seinem Grab ein Tempel gebaut wird und Tetsche und so, die ganzen Sachen bei uns, dann siehst du Wali, sonst nicht auch. Sonst nicht. Das heißt, etwa Sachen, die sie ausmachen, die sie sich unterscheiden von den anderen Menschen, dann bist du Wali. Jedoch schaut, was Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt. Laysa li awliya'illahi 'alamatun yatamayyazuna biha. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, die Awliya'ullah, sie haben keine Merkmal, womit sie sich unterscheiden. Das heißt, die wahren Awliya'ullah, sie haben keine Merkmal, kein Symbol, keine Andeutungen, keine Anzeichen, womit sie sich von den anderen Menschen unterscheiden. Keine. Bel yakununa kasairin nas ma yu'rafun. Sie sind wie die restlichen Menschen. Sie werden nicht gekannt. Er ist nicht bekannt. Gekannt unter den Menschen. Er ist Wali. Gehen wir rein. Er ist nicht bekannt. Sie sind wie die restlichen Menschen. Und wie wir sagten, sie verbergen diese Sache. Sie verheimlichen diese Sache. Und das ist eine von ihren Anzeichen, dass sie die wahren Awliya sind. Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt, jedoch die Awliya bei denen, er muss eine spezielle Kleidung haben, einen speziellen Anzug, ja. Spezielle Amama, spezielle Kopfbedeckung, riese Dings da und so weiter, ja. Und spezielle Gewand. Und diese Gewand darfst du nicht kaufen, ne? Das ist nur für die Awliya. Sonst geschieht dir was Schlimmes. So ist es bei denen, Bruder. So ist es bei denen. Jedoch, Ibn Qayyim Rahimullah sagt, nein, die sind genau gleich wie die anderen Menschen. Sogar. Und Ibn Qayyim Rahimullah sagt diese Aussage, dass sie wie die restlichen Menschen sind und die werden nicht bekannt als Wali und so weiter. Was sagt Ibn Qayyim Rahimullah? Er bringt der Beweis dafür, die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsam ala Allah la barra. Schau mal, dieser Mann ist von der Awliya Allah. Mag sein, dass ein Mensch, seine Haare sind durcheinander, ungekämmt, seine Haare sind durcheinander, Achbar, Staub, mit Staub auf seiner Kleidung, Achbar, Medfu'uni bilabwabin nasani, er ist zurückgewiesen von den Toren der Menschen. Kommt er an deine Türe zu Hause, sagst du, geh weg, lass mich in Ruhe. Du siehst ihn in Staub, seine Haare sind durcheinander. Lau aqsam ala Allah la abarra. Jedoch wenn dieser Mensch auf Allah schwört, Allah erfüllt seinen Schwur. Schau mal, was sind die Awliya Allah? Wenn dieser Mensch auf Allah schwört, Allah erhört seinen Schwur. Und er ist ash'af akhbar. Die Menschen weisen ihn zurück. Geh zurück, du bist kein Wert. Jedoch bei Allah, gewaltig dieser Mann. Deswegen die Sahaba waren so gewaltig. Sie waren bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig. Nicht die Kleidung hat die Sahaba so gewaltig gemacht. Nicht die Reichtümer und die Besitzer der Römer und der Perser hat sie so gewaltig gemacht.
ihre Taqwa und Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Das hat sie so gewaltig gemacht. Nichts anderes. Rubba ash'ad wa akhbar. Diesen Wörtern, zu wem wurden gesprochen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zu den Sahaba. Er ist, die Leute, weisen es zurück. Von ihren Toren, von ihren Türen. Geh zurück, was will ich mit dir? Aqsam ala Allah, wenn dieser Mann auf Allah schwört, Allah erfüllt seinen Schwur. Wieso? Er ist von den nahen Gestellten Allahs. Er ist, der sich nähert zu Allah mit seinen Taten, mit seinen gottesdienstlichen Handlungen. Und er zeigt es nicht. هذه صفات الأولياء الله sagt Sheikh Fuzan, أنهم لا يظهرون أنفسهم بل يحرصون على اختفاء لأجل الإخلاص لله. Das sind die Eigenschaften der wahren Awliya Allah. Die zeigen diese Sachen nicht nach außen. Sie sind vielmehr bestrebt, diese Sache heimlich zu halten, aufgrund ihrer Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn diese Sache nicht jemand kennt, dann ist viel einfacher, diese Sache zu bewahren und aufrichtig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Viel einfacher. Viel einfacher. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt zum Schluss, Idhan min sifatil awliya at-tawadu'. Von den Eigenschaften der Awliya ist die Bescheidenheit. Die sind bescheiden. Sie prahlen nicht zu den Menschen und sagen, ja, wir sind so. Nein, nein, sie sind bescheiden. Wal-ikhtifa. Und sie verheimlichen dies. Wa-adami-dhuhur. Und sie eben zeigen es nicht nach außen, diese Sache. Das sind von den wahren Eigenschaften der Awliya Allah. Die es nicht zeigen, die es nicht preisgeben, um die Menschen dann zu täuschen, damit sie Nutzen ziehen können von den weltlichen Angelegenheiten. Und den Sahabas, einigen ist geschehen, Keramat, die überliefert wurden, wie Qais ibn Abi Hazim rahimahullah sagt, ich war dabei, ich bezeugte es mit meinen eigenen Augen, wie Khalid ibn Walid radiallahu an, ertrank Gift und es geschah ihm gar nichts. Alladhin amanu wa kanu yattaqun, Iman wie Berge. Und auch ein Mann kam zum Anas ibn Malik radiallahu an. Zum Anas ibn Malik radiallahu an kam zu ihm und sagte, die Erde ist trocken geworden, Dürre, Trockenheit. Anas ibn Malik nahm Wudu. Und dann betete. Und dann kamen die Wolken und es regnete. Das sind Awliyaullah. Nicht Leute, die im Fernsehen sich zeigen, um die anderen zu täuschen, um private Privilegien zu bekommen und ans Geld zu kommen und ans Besitz, um den Menschen ihre Besitz zu nehmen. Das sind Täuscher, das sind keine Awliyaullah. Inshallah machen wir ja Stopp mit Usulu Sitta und dann fahren wir weiter, bieten Allah Ta'ala mit dem zweiten Unterricht. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.